Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans aus dem Projekt Free-to-Play mit mir, dem Thorsten. Ja, und der Lela hier, die Lela ist immer noch dabei, so ein bisschen ja, nach wie vor mit Kobolden zu farmen. Da dürft ihr euch nicht wundern, wenn ihr hier 100 Folgen Toto Clash mit Kobolden seht. Nein, das wird sich natürlich irgendwann ändern, hatte ich ja schon gesagt. Aber heute soll es soweit sein, also die Umfrage sollte online sein. Wenn ihr dieses Video seht, müsste eigentlich auch die Umfrage online gegangen sein auf dem Community-Tab hier auf YouTube, welchen Clan-Namen wir denn nehmen. Es gab ja schon ganz paar nette Namen dabei. Ich habe ja auch so hier und da mal meinen Kommentar dazu gegeben. Also ihr seid schon sehr, sehr einfallsreich, aber wir wollen ja auch so ein bisschen authentisch bleiben. Also so ein bisschen, wir wollen natürlich Spaß an der Sache haben, aber wir wollen auch ernst bleiben. Ja, irgendwo, da muss die gesunde Mischung so sein. Und ich glaube, ihr kennt mich ja auch so ein bisschen. Also ich bin ja auch so ein bisschen mal so, mal so. Also sehr, sehr unterschiedlich. Und ich glaube, so wird das Clanchen hier auch heißen. Ich warte nach wie vor auf euch, aber wir wollen die Leder gleich erstmal umbenennen. Wenn wir den Angriff hier gemacht haben, 3498. Oh, Bruder. Das ist cool. Wir müssen noch ein paar Rathäuser machen. Und das schaffe ich eigentlich mit der Armee immer ganz gut. Okay, die Magiertürme sind sehr, sehr hart, muss ich sagen. Die Magiertürme sind sehr, sehr hart, was meine Kobolde hier angeht. Die kriege ich auch noch nicht weggeblitzt. Deswegen muss ich nach wie vor diese zwei Seitentaktik an den Tag legen. Also ein bisschen was von vorne, ein bisschen was von hinten, so dass wir hier auch die oder das Rathaus bekommen und eigentlich alle Ressourcen bekommen. Hier unten ist jetzt noch das eine Lager. Ein Stern haben wir schon mal. Da ist jetzt noch das Dingen. Und, das ist immer, ja, okay. Die holen mir aber die 50% hier rein, die Kleinen. Und dann war es das auch hier, der ist jetzt auf Null. Also so soll es eigentlich sein. Es würde mich natürlich freuen, wenn ich so ähnliche Rathäuser hier reinkriege. Also Level 3, 4, 5, 6, so richtig so meine Range. Das würde mich natürlich am meisten imbusen. Und, aber ich nehme auch ein paar andere Leute auf. Ich weiß nicht, ob das dann irgendwie so ein Vorteil ist, den wir später im CK haben, wenn wir uns hier so Max-Truppen spenden oder so. Ich glaube, das ist nicht so gut. Ich glaube, wir bleiben mal so ein bisschen auf dieser Schiene Free-to-Play. Aber ich will jetzt erstmal die Lela hier oben nennen. Dann habe ich schon mal den ersten Schritt gemacht. Ja, das geht natürlich nicht da, sondern das geht irgendwo da. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Nicht, dass ihr die Lela hierfür oder beziehungsweise euren Namen nochmal changen müsst. Dass ihr dort Gems für ausgebt. Ich muss das ja im Moment nicht machen. Und zwar nenne ich die einfach Free-to-Play, würde ich sagen. Ja, Lela, oh, da sind die Tüttelchen drin. Eieiei, da war Free-to-Play, Free-to-Play. So muss es sein. Lela Free-to-Play, also Continue. Oh, ich muss den nochmal wiederholen. Lela, ihr seht, ich mache das sehr, sehr häufig, nämlich gar nicht. Free-to-Play. Und damit haben wir jetzt immer noch nicht unseren neuen Namen. Wir müssen noch einmal Confirm eingeben. Wie oft denn noch? Meine Herren, ist ja wie Windows hier. Okay, Lela Free-to-Play. Also, mein Accountname ist schon mal gefunden. Jetzt wollen wir nur noch den Clan-Namen finden. Und ab und zu muss ich natürlich auch hier ein bisschen was finden. Ich habe mir jetzt mal überlegt, dass ich natürlich auch diese Mission hier spielen kann. Mit 5, ja, das ist ganz easy peasy. Also, falls ihr auch so ein kleines Rathaus habt und nicht wisst, wie spiele ich diese Mission hier, die kann man super einfach spielen, indem man einfach ein paar Ballons nimmt, hatte ich ja schon mal gesagt, indem man einfach ein paar Ballons nimmt und die hier ablässt. Man muss einfach nur jetzt ein bisschen Wartezeit haben. Aber ich meine, wenn die jetzt weg sind, dann können wir noch 10 Kobolde mit reinschicken in die Base, so ein bisschen zum Clearen. Denn hier läuft keine Zeit ab. Hier läuft keine Zeit ab. Aber wenn ihr im Spiel ein Timeout bekommt, dann ist auch hier Timeout für euch. Das heißt, dann ist das Ding hier auch um. Und das wäre natürlich ein bisschen blöd. So einen können wir noch. Und deswegen solltet ihr immer mal wieder kurz den Finger bewegen oder den Bildschirm bewegen oder das Tablet kurz mal wischen. Sonst gehen diese Missionen auch kaputt. Und ihr müsst sie nochmal machen, aber ihr seht das hier. Es ist super einfach mit den Ballons. Und ich werde die jetzt mal ein bisschen häufiger nehmen. Ich will mal sehen, dass ich die Kobold-Mission ganz gut rumspiele, um mir hier die Gems reinzuspielen. Und ja, mal sehen. Also wie gesagt, ich kann es gar nicht oft genug wiederholen. Ihr müsst auf den Community-Tab heute auf YouTube schauen. Dort ist die Abstimmung. Ich habe, glaube ich, 4 oder 5 Namen für euch dort, wo wir den Clan-Namen hierfür finden. Und das haben wir ganz gut gemacht. Das waren jetzt nicht so ultra viele Ressourcen, ich weiß.
Da war ich jetzt nicht so. Na komm, wir nehmen die Loons nochmal mit. Dann haben wir wenigstens mal eine etwas andere Armee. Ihr seht, mein Dorf hier hat einen coolen Fortschritt, finde ich zumindest. Und auch am Wochenende in den Livestreams habt ihr gesehen, man kann hier einfach die Sachen wählen. Die Mauer, die er nicht machen kann, macht er einfach nicht mit. Und dann kann man sich die Mauern hier schon mal hochklopfen, auch in Masse und in Reihe. Denn ich möchte ja hier auch Rathaus Level 6 werden. Einmal noch die, glaube ich. Oh, da geht noch ein bisschen was. Eine Schiene geht da noch. Lass mal gerade checken hier. Eine Schiene geht da noch. Und ich glaube, ich wollte hier noch ein Lager anklopfen. 888. Wo ist es? Ah, da ist es. Okay, das Lager. Denn in so ein paar Minuten laufen hier meine Bogenschützen auf. Und dann kann ich noch so ein bisschen was forschen. Naja, ja, wie gesagt. Läuft aber ganz gut hier. Mit mir und der Kobold Gang. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr euch das auch angewöhnt. Ich habe jetzt schon etliche vor allen Dingen gesehen, die dem Ganzen hier so ein bisschen nacheifern. Also wird es natürlich klar, wird es Stammzuschauer geben, die hier mit ihren Twink-Accounts rein wollen oder mit irgendeinem Account hier ein bisschen mit mir rumclashen wollen und hier ein wenig Free-to-Play-Leben genießen. Sicherlich sind wir hier auch in den Livestreams ab und zu mal online oder auch in der einen oder anderen Folge, gar keine Frage. Liga wird kommen. Da bin ich auch mal gespannt, mit so kleinen Accounts hier überhaupt Liga zu spielen. Vielleicht wird das Projekt ja auch ein Flop, das weiß ich noch gar nicht. Kann auch sein, dass es floppt hier und es einfach viel zu viele gibt, ich überhaupt keine kleinen Accounts mehr finde. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn wir den Clan eröffnen, dass wir den dann in jedem Fall irgendwie so halb befüllt bekommen oder sowas. Also, den werde ich übrigens auch live aufmachen. Das heißt, im Livestream am Mittwoch wird dieser Clan hier aufgehen. Vielleicht mal ein Stündchen eher, um auch jüngeren Zuschauern die Chance zu geben, hier irgendwie reinzukommen. Vielleicht auch mal ein Stündchen eher. Ich muss erstmal eben das Außen klären. Oh, okay, der hat Loons. Scheiße. Okay. Der hat Loons. Loons sind nie gut für uns. Aber wir wollen ja nur den Lot und das kleine Rathaus hier. Da interessieren uns die Loons jetzt auch nicht wirklich. Ihr seht das hier. Das ist mal Latte. Ich meine, ich kriege die nicht kaputt, aber vielleicht schaffen wir das, dass das Dorf vor den Loons kaputt ist. So, einmal da, einmal da. Dann kann er seine Loons auch gerne behalten. Okay, jetzt hat er noch ein paar. Jo, da hat er noch seine Max-Loons gleich. Ja, die dürfen nicht fallen lassen. Komm, gut. Jetzt weg, schnell weg von den Loons. Aber die Kobolde sind in jedem Fall schneller. Wunderbar. Damit haben wir das Dorf auf 100%. Und der Loot war gar nicht mal schlecht. Das war gut. Da habe ich schon wesentlich schlechter die Tage hier angegriffen. Und kann so einfach so ein bisschen weiterführen hier. Also, wie gesagt, schaut in den Community-Tab ab heute Nachmittag. Dort wird die Umfrage stattfinden. Wir finden dann einen Namen. Der Name, der genommen wird, den gucke ich mir dann am Mittwoch aus. Und Mittwochabend, glaube ich, geht der Clan dann auch auf. Da seid gespannt, welchen Namen wir dann nehmen. Ich bin da auch super gespannt. Und dann geht dieses Projekt in jedem Fall weiter. Also, kurze Update-Folge hier aus dem Free-to-Play-Projekt. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Daumen nach oben, liken, abonnieren und tschüss. Euer Toto. Clasht.